Derby am Samstagabend, Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln, und die Fohlen haben aus dem Hinspiel ganz sicherlich noch eine Rechnung offen. Das ging nämlich richtig in die Hose. Aber die Geißböcke, sie stehen tabellarisch besser da und haben noch die Chance auf den europäischen Wettbewerb. Sie starteten stark in die Partie und gingen in der 16. Minute durch Salih Özkan auch mit 1:0 verdient in Führung. Die Defensive bei Gladbach etwas luftig, und in diese Lücke stößt dann der 1. FC Köln rein. Aber Gladbach sammelte sich und hatte in der 20. Minute das erste Mal eine wirklich nennenswerte Möglichkeit. Manu Kone zielt aber knapp am Tor vorbei. Doch Borussia Mönchengladbach wurde nun deutlich stärker. Vor der Pause kamen sie nochmal über Leiner, der verliert den Ball an Hübers. Der hat aber eine ganz exklusive Idee. Und Alassane Plea nutzt diesen Fehler aus und macht vor dem Seitenwechsel doch noch das 1:1. Krasser Fehler, der hier postwendend bestraft wurde. Aber Halbzeitstand von 1:1 ging spielerisch in Ordnung. Durchgang Nummer 2. Gladbach mit dem ersten Ausrufezeichen hier von Leiner. Kommt aus Spitzenwinkel zum Abschluss. Trifft aber nur den Außenpfosten, den hätte ansonsten Marvin Schwebe nur noch hören können. Eckstoß, 57. Minute, und jetzt war der Treffer da. Gladbach dreht das Spiel, Doppelpack Alassane Plea, schönes Tor, geht da zum Seitfallzieher hoch, bekommt aber auch zu viele Freiräume, das wird bestraft. Jetzt mussten die Geißböcke wieder liefern. Sie kam über Hector in den Strafraum. Der bringt ihn in die Mitte, und Elvedi maximal unglücklich mit dem Eigentor zum 2:2 in der 78. Minute, wird von Duda noch unter Druck gesetzt. Der Ball landet hinter Jan Sommer. Jetzt hatte plötzlich Köln nochmal Aufwind. Schlussphase läuft bereits. Duda quergelegt, Thielmann muss es doch eigentlich machen in der 90. Minute. Das wäre natürlich das Highlight gewesen nochmal für die Gäste. So bleibt es am Ende beim 2:2, weil Jan Sommer nochmal richtig gut hält. Leistungsgerecht, Gladbach hatte gute Phasen, Köln hatte gute Phasen, und so bleibt es halt beim 2:2.